habe einen Experten für gewaltfreie Deeskalation gesucht. Und da bist du. Komm her, Schätzchen. Schon zu viel Gewalt erlebt. Wir wollen eine friedliche Lösung. Bring ihn dazu, uns in Ruhe zu lassen. Kein Morden? Klar, kein Problem. Ein bisschen Morden vielleicht. Ein ganz kleines bisschen Morden. Das stört doch keinen, ein bisschen Morden. Oh, gewaltfreie Lösung. Da ist, ist schon wieder eine Lootbox oben. Oh, ich habe keinen Platz. Ich habe doch keinen Automaten. Ja. Mein Lieblings. Komm nicht. Du hast das Ritual abgeschlossen. Doch zu welchem Preis? Violett. Violette Lot. Du wagst es, mich aus meinem langen Schlaf zu erwecken. Ich bin Runefeld, der Wächter des finsteren Lochs, der erste meines Namens, der letzte meiner Art, der irgendetwas zwischen einem und vier Romanen gleichzeitig liest. Ich stehe an diesem Platz und wache über diese Höhle seit einer Zeit, an die sich niemand erinnert, außer mir, was jedoch mehr Fluch als Segen ist. Stell dir vor, du könntest dich an jede Peinlichkeit in deinem Leben erinnern, wärst jedoch älter als die Sonne. Das ist nach einer Weile an den Nerven, aber wie dem auch sei, du bist in mein uraltes Loch eingedrungen, in das niemand eindringen darf. Ich bewache eine teuflische, unheilige Waffe, ein Relikt aus Urzeiten. Nur wer würdig ist, darf an mir vorbei. Niemand ist würdig. Es darf niemand an mir vorbei. Hast du das verstanden? Vielleicht sollte ich es etwas genauer erläutern. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal Besuch bekam. Möglich, dass die faschistischen Kobolde, die diesen Ort inzwischen bewachen, ihre Arbeit ganz gut machen. Doch das ist unwichtig. Wichtig ist vielmehr, dass du irgendwie in meine tiefe gähnende Höhle vorgedrungen bist und sie nicht wieder verlassen darfst. Denn niemand darf meine Geheimnisse in die Welt hinaustragen. Die Welt ist für eine Waffe von diesem Kaliber nicht bereit. Meine einzige Bestimmung in dieser Welt ist es, die Waffe vor jenen zu beschützen, die sich anmaßen, sie verantwortungsvoll nutzen zu können. Ich habe mehr Zeitalter gesehen, als du dir vorstellen kannst. Ganze Epochen. Und noch nie konnte mich jemand überzeugen, dass ich diese Waffe freigeben sollte. Das bedeutet, dass ich viele getötet habe. Sehr viele. Oh, was habe ich getan? Nein, schon gut. Mir geht es gut. Es ist gut. Und ich werde nicht zögern, deinen Namen auf die Liste der Toten zu schreiben. Es ist eine lange Liste. Wenn du magst, kann ich sie dir vor dem Kampf vorlesen. Bitte. Allerdings sind Bitte. Die ältesten Namen sehr schwer auszusprechen, da es die Alphabete von damals nicht mehr gibt. Ich kann es jedoch versuchen. X-Brenex der Vierte. B. Die Tapfere. Plopkin Löwenherz. Heilige Scheiße! Redet der Typ tatsächlich immer noch? Hey, Moment mal! Ich habe lange an dieser Rede gearbeitet, also seid still und sperrt die Lausche auf! Flux, Lux, Benderquad, Paul. Das dürften genug Namen sein. Du siehst, worauf ich hinaus will. Ich bin ein eiskalter Mörder und zu allem bereit.
um diese Waffe zu beschützen. Das ist mein einziger Daseinsgrund. Wenn ich sie nicht beschütze, wozu existiere ich überhaupt? Was bin ich? Würde ich mich im Äther auflösen? Würde ich zu Nebel werden? Würde ich einfach verschwinden? Das werden wir nie erfahren, weil ich meine Bestimmung bis ans Ende der Zeit erfüllen werde. Du, Eindringling, hast die heilige Koboldzuflucht verletzt und, wenn ich fortfahren darf, ich darf, gut, dann fahre ich fort, wenn ich fortfahren darf, weise ich dich darauf hin, dass du den ganzen Weg hierher umsonst auf dich genommen hast und nicht um meine Waffe kämpfen darfst und. Also, ich bin jetzt unfassbar müde. Es hat mich erschöpft. Falls du also nicht vorhast, dich feindselig zu verhalten, schlafe ich nochmal 1,5 Jahrhunderte, bis der nächste Idiot hier aufkreuzt. Gute Nacht. Das war abgefahren. Sieht aus, als könnte ich mir das lautlos schnappen und verschwinden. Die Waffe Oink. Ist nun in eurem Besitz. Und jetzt los, schnell raus aus dieser staubigen Grube. Ich finde, was das mit der Gewaltfreiheit angeht, waren wir echt gut. Ja, absolut. Aber eins habe ich gelernt. Und zwar, in den allermeisten Fällen ist Gewalt tatsächlich die Lösung. Sieh mich nicht so an. Das kann ich nicht bestreiten.